Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute mal als Thema, jetzt hier auf Hunderunde wieder, das Petrified Fish Beluga in der feststehenden Variante. Das erste etwas größere feststehende Messer vom Petrified Fish, sonst gab es ja immer so kleine Mini-Neck-Knives und sowas. Das ist das erste richtige, hat mich natürlich brennend interessiert, weil das Beluga als Klappmesser als solches habe ich euch schon vorgestellt und hat auch mich herrlich gut begeistert. Es gibt noch eine Mini-Version davon, aber schauen wir mal. Die große Klapp-Variante und hier das Feststehende waren für mich erstmal primär wichtig. Ja, kommt mit einer Kydex-Scheide, die von der Funktion auch von diesem Druckknopfsystem wie den Lederriemen am Gürtel zur Befestigung für Rechts- als auch für Linkshänder arg an die Messerscheiden von Kieser erinnert. Würde mich nicht wundern, wenn ich mir den Aufbau so angucke, dass die, zumindest die Scheiden sowohl von Kieser als auch von Petrified Fish vom selben Band fallen. Oder dass die beiden Firmen miteinander was haben oder verwandt sind. Kann ich mir vorstellen. Nur eine Theorie meinerseits. Jo, das große Beluga. Amazon-Preis aktuell hier in dem blauen Jeans mit Kater. Circa 115 Euro. Lohnt sich aber für mich der Preis, weil, ich sag mal so, die Kydex kommt im Techlock außer diesem Riemensystem noch. Sitzt wunderbar stramm um das Messer drumherum, da wackelt nichts, da fällt auch nichts raus. Ne? Bisschen Wind kommt auf, ich hoffe, es funktioniert noch alles hier. Ja, hat eine ordentliche Daumenrampe, ne? Rastet das Messer auch hervorragend gut ein. Ne? Also sitzt immer noch stramm, auch nach 2 Monaten des Gebrauchs. Ich habe mir das Messer vorübergehend erstmal auch besorgt gehabt, weil ich mir im Oktober von der Firma Böke ein feststehendes Messer in ähnlicher Form bestellt hatte, hatte ich auch bezahlt und geliefert wurde erst vor wenigen Tagen. Video folgt auf jeden Fall nochmal. Von daher ist das hier erstmal am Start und kommt vorher dran. Ja, machen wir weiter. Die Kydex ist wirklich sehr stramm, also man braucht schon wirklich kräftige Hände oder man zwei Hände, wenn man nicht so kräftige Hände ist. Auf jeden Fall ist das anzuraten. So, hier haben wir das Prachtstück. Die Form ähnelt komplett dem Klappmesser-Variante. Ne? 21 cm Gesamtlänge, 9,4 an Maximallänge der Klinge. Davon sind 8,6 ungefähr ausgeschliffen. Ich hätte mir an der Stelle die Schleifkerbe ein bisschen schmaler gewünscht, aber hey. Fast komplett hoher Flachschliff. Dieser Nagelhau, den wir ja von der Froda-Variante kennen, das ist jetzt keine neue Offenbarung und auch keine Neuheit in der Welt der Messer. Die gab es schon in dieser Form auch schon bei französischen Taschenmesser im 18. Jahrhundert, wo, ich sag mal, wo es ähnlich fabriziert war. Und diese Taschenmesser waren vorwiegend dann den Veterinärärzten vorbehalten, dass das Blut hier vorne drin abfließen kann. So mein Vergleich dazu. Der Flachschliff ist super dünn ausgeführt. Ich habe mal nachgemessen zwischen, ja, was war das? 0,43 und 0,39 an der dünnsten Stelle hinter der Schneidphase. Der Stahl ist hier ein Böhler N96 mit ca. 60 HRC plus minus 1. Schon mal eine sehr gute Variante, wie ich finde. Gehalten wird, werden die Mikata-Scheiben oder die Schalen einseitig von Torx-Schrauben, die lackiert sind, also schwarz lackiert. An anderen Seiten sind sie ja blind. Auf jeden Fall muss man keine 2 Schrauber haben, um die Schalen abzunehmen. Das ist schon mal gut. Verarbeitung finde ich als sehr gut gelungen. Wir haben unten hier noch ein Loch für ein Lanyard, eine Full-Tang-Bauweise. Und wir haben hier im Griff bei knapp 5 mm und hier oben in der Klinge bei 4,5 mm Klingenstärke. Also eine wirklich sehr, sehr stabile Angelegenheit. Die bauchige Form, würde ich sagen, ist sehr prädestiniert für ein Jagdmesser, sage ich mal. Auch von dem Anschliff her könnte ich das glatt auch so abnehmen. Und auch die Rille hier oben beidseits, die man auch von Real Steel Messern kennt, würde dafür sprechen, sage ich mal. Das Jimping hätte es für mich nicht gebraucht. Es ist relativ zahm. Und ist übrigens auch dasselbe Jimping, was man auch bei Kieser-Messern vorfindet, bei feststehenden Messern von Kieser. Neben der Scheide noch ein Hinweis dafür, dass die Messer wahrscheinlich aus demselben Stall kommen, wie man so schön sagt. Jo. Ne? So, kommen wir mal zu ein bisschen Arbeit am Testhölzchen.
Also zum Hacken und Batonieren ist das Messer definitiv ja nur für kleine Arbeiten vorgesehen und so Leichtarbeiten, weil der dünne Anschliff, der weiß ich nicht, ob der zum Batonieren hinreichen würde. Maximal Robokocher überhaupt und ganz vorsichtig, weil so dünn ausgeschliffen verträgt das nicht so manche Klinge. Gott. Aber Schneiden und Schnitzen, das ist die Kernkompetenz dieses Messers aus meiner Sicht. Und da kann man mal auch definitiv gucken hier, wie das abgeht hier. Das ist wirklich eine wahre Wonne, diesen Kameraden hier zuzusehen. Ja. Definitiv ein Messer zum Locken machen und durchziehen. Das macht Spaß, definitiv. So, was halte ich denn von dem guten Prachtstück, dem Beluga in der feststehenden Variante? Ich sage, rattenstarkes, geiles Teil. Wirklich, Leute, ich finde das richtig geil. Gibt es noch in zwei anderen Varianten. Statt dem Jeans-Mikata gibt es noch ein sandfarbenes Mikata und einem pechschwarzen G10. Das G10 ist natürlich, was weiß ich, 5 oder 10 Euro günstiger als die Mikata-Varianten. Und ja, ich finde das Messer absolut geil gelungen. Es entspricht voll und ganz meinem Geschmack, sage ich mal. Relativ kompakte, kurze Klinge, etwas längerer Griff, der sehr bullig daherkommt. Wunderbar in meine Handschuhgröße L reinpasst, also satt in der Hand, also kein Streichholzgriff, sag ich mal. Definitiv was Schönes zum dabei haben für unterwegs oder zum Wandern, zum Campen oder auch mal als Schneidhilfe in der Feldküche. Definitiv ein geiles Teil. Ja, für den Preis von knapp über 100 Euronen, sag ich mal, wirklich ein brauchbares Teil und gefällt mir absolut. Der Stahl ist eine gute Wahl, das Material am Griff hervorragend gearbeitet. Da ist auch keine Kanten oder keine Fehlbearbeitung, nichts. Also haben die in Fernost, also in China, wo das Ding hergestellt wird, richtig eine geile Arbeit gemacht. Wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn die Dinger von Petrified Fish mit denen von Kisa vom selben Band fallen. Das sind mir zu viele Gemeinsamkeiten, was das betrifft. Aber der Sache werde ich nochmal auf den Grund gehen. Ich denke, im Januar werde ich nochmal einen Kisa fixt in die Hände bekommen. Da gibt es auch Parallelen zu diesem Messer hier und dann werde ich mal dazu nochmal ein Video machen. Jo, so viel zum Petrified Fish Beluga in der feststehenden Variante. Alright. Das soll's gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.